Manfred Hamel von der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben heute eine schöne Veranstaltung gehabt. Zeichen gelungener Integration, Ausbildung eines Ausländers, hier in dem Fall eines Afghanen. Wie grundsätzlich ist es in unserem Arbeitsagenturbereich mit den Ausbildungsstellen unabhängig der Herkunft bestellt? Also wir haben ungefähr 1100 bis 1200 freie Ausbildungsstellen, gemeldete Ausbildungsstellen und gleiche Anzahl Bewerber gehabt in diesem Jahr und haben jetzt noch 364 unbesetzte Ausbildungsstellen und 228 unversorgte Bewerber. Also es zeigt sich, dass schon noch für jeden Bewerber rein zahlenmäßig eine Ausbildungsstelle da wäre. Das passt aber aus verschiedenen Gründen natürlich nicht immer 1:1. Wir haben ja eher gerade bei uns in der Region Ferienregion Nummer 1 im touristischen Bereich in Hessen eine sehr große Branche, die Gastronomie. Ist das eine große Chance für über Helfer oder direkte Ausbildung einstieg, zum Beispiel für Flüchtlinge und Einwanderer, hier einen Job zu kriegen, einen Ausbildungsplatz zu kriegen? Es gibt auf jeden Fall in der Gastronomie, also im Hotel- und Gaststättenbereich, aber auch in der Pflege und auch im Handwerk Möglichkeiten des Einstiegs. Eine Voraussetzung, haben wir heute in der Pressekonferenz gehört, ist natürlich die Sprache in Wort, auch ein bisschen in Schrift. Wie unterstützt die Agentur für Arbeit hier die Flüchtlinge? Idealerweise über Deutschlehrgänge, danach einen Integrationskurs, Unterstützung auch von ehrenamtlichen Helfern. Wir haben speziell in der Arbeitsagentur ein Arbeitsmarktbüro, was sich mit dem Thema Flucht und Asyl beschäftigt, eingerichtet. Aber auch Ausbildungsstätten, also Unternehmen, die bereit sind auszubilden, werden von Ihnen gefördert und unterstützt? Wir können über ausbildungsbegleitende Hilfen, aber auch über berufsbegleitende Deutschlehrgänge noch während der Ausbildung unterstützen. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen. Dankeschön. Heute eine Pressekonferenz hier in Korbach im Enzian. Das ist ein Unternehmen der Göbel-Gruppe. Frau Angelika Hauptas hat als Geschäftsführerin hier einen Auszubildenden eingestellt, der aus Afghanistan kommt. Was hat Sie dazu bewogen? Da er vorher als Helfer bei uns tätig war im Küchenbereich, habe ich da sofort reagiert und habe ihm diese Ausbildungsstelle angeboten. Das heißt, Herr Amadi hat sich hier sowieso selbst vorgestellt über eine Zeitungsannonce, wurde als Helfer eingestellt und ist heute in der Küche tätig. Ist das nicht so ein bisschen ungewöhnlich? Mangelnde Sprache, andere Religion, andere Kultur. Wie macht sich Herr Amadi? Sehr gut. Deswegen kam es auch dazu, zu dem Angebot der Ausbildung. Er hat sich schon nie anders verhalten wie andere im Küchenbereich, obwohl er aus Afghanistan kommt. Er hat keinen Kontakt mit, keine Problematik mit Kontakt zu bestimmten Lebensmitteln. Er ist pünktlich. Er ist immer positiv aufgefallen. Deswegen. Als Ausbildungsbetrieb kann man sagen, Glücksgriff? Glücksgriff. Eine Win-Win-Situation. Mhm. Prima. Herr Amadi, Muhammad Amadi aus Afghanistan. Sie sind hier jetzt über den Helferjob in eine Ausbildung gekommen. Macht Ihnen das Spaß? Natürlich, ja. Gefällt mir die Arbeit. Wir haben im Vorgespräch gehört, Sie kochen selbst sehr gerne. Nun ist Ihre landestypische Küche ja ein bisschen anderes wie unsere deutsche Küche. Aber stört Sie das sehr? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, ne? Nein. Kochen ist Kochen. Kochen, aber ich liebe Kochen. Ja. Haben Sie für Ihre Kolleginnen und Kollegen hier schon mal so typisch afghanisches Gericht gekocht nach Feierabend? Nein, ich will selber immer. Ich koche immer selber zu Hause. Ja, aber warum nicht mal hier für die Kolleginnen, damit die auch einen Teil ihrer Küche kennenlernen? Nein, ihr ist alle Deutsche essen. Ich kann nicht
Nicht kochen? Nein, ja. Ich dachte eigentlich eher mal nach Feierabend, wenn man so zusammensitzt, dass man ein typisches afghanisches Gericht will. Nach Ihrer Ausbildung, welchen Weg würden Sie gerne weitergehen hier im Gastronomiebereich? Ich will gerne als Koch, aber wir müssen gucken erstmal. Erstmal diese Ausbildung abschließen, um dann, aber da bietet ja nun die Göbel-Gruppe viele Möglichkeiten, um sich im Gaststättenbereich zu erweitern, vom Koch über dann den Hotelfachmann, was letztendlich dann auch im Manager von Hotels enden könnte. Aber es sind natürlich harte Jahre im Gaststättenbereich, bis man da hinkommt. Das ist nicht einfach, ja, aber er hat gelernt oder er hat gesehen, dass es keine Wochenenden gibt, dass man auch mal ein bisschen länger arbeiten muss, hat er überhaupt keine Probleme mit. Und es ist wirklich so, in der Hotelgöbelkette kann man ihm anbieten, dass er andere Häuser besucht und wo ihm dann das vermittelt wird, was wir ihm hier im kleineren Enzian nicht bieten können, und er kann die Ausbildung aufstocken. Ja. Gut, da muss man dazu sagen, das Enzian bietet viel, aber es ist ein speziell ausgerichtetes Gastronomiekonzept, nämlich dieses bayerische Wirtshaus, und da gibt es eben beschränkte Angebote, nicht wie in einem Drei-Sterne-Restaurant oder in einem Hotel-Restaurant, also es ist keine Abqualifizierung, weil sie sagen, das können sie nicht bieten, aber dafür gibt es ja die Göbel-Gruppe. Bedanke mich für das Gespräch, Herr Madi, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück für Ihre Ausbildung, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder und fragen dann mal nach, wie ist es übrigens mit der deutschen Sprache? Sie verstehen alles, was hier in der Küche gefordert wird von... Ich verstehe nicht, ich frage nochmal. Okay, kein Problem. Frau Obdas, Herr Amadi, vielen Dank. Danke. Ingo Hoppmann ist der Ehrenamtskoordinator, nennt sich das bei uns hier im Kreis. Sie beschäftigen sich, wenn wir über Ehrenamt reden, hier in dem Fall speziell um Schutzsuchende, Einwanderer und Flüchtlinge. Wie groß ist Ihre Aufgabe hier und wie froh ist man, wenn man Leute wie Muhammad Amadi dann in Lohn und Brot bekommt? Also unsere eigentliche Aufgabe war vor anderthalb Jahren hauptsächlich die Ehrenamtlichen mit Informationen zu versorgen etc. pp. Ein Bindeglied zum Kreis zu stellen. Und das hat sich ein bisschen verändert. Unsere Aufgabe ist vielfältiger geworden, dadurch, dass mehr Ehrenamtlichen nach anderthalb Jahren müde von ihrer ehrenamtlichen Arbeit sind. Und somit haben wir jetzt auch direkt etwas mehr mit den Flüchtlingen zu tun. Und dadurch, dass ich auch als Ehrenamtskoordinator immer im Café Klatsch bin, also das Integrationscafé in Korbach, bin ich immer direkt beim Flüchtlingen jetzt. Das gehört zur Delta GmbH, ist in der Flechtsdorfer Straße, können wir ruhig mal sagen. Also kommen Sie ruhig vorbei, wenn Sie mal in Kontakt mit allen möglichen Gruppen von Leuten kommen wollen. Vom Rentner über Hartz IV bis zum Flüchtling. So sieht es aus, genau. Ja, kann man ruhig mal sagen. Sie haben gesagt, die Ehrenamtlichen, die sich sehr um die Flüchtlinge am Anfang bemüht haben, sind auch etwas müde geworden, zum Teil auch etwas enttäuscht worden, weil die Erwartungen, die man an die Schutzsuchenden gestellt hat, vielleicht zu hoch waren von Seiten der Ehrenamtlichen, nach dem Motto, wir bieten euch offene Arme, nun seid gefälligst dankbar. Nee, ich glaube, es war ein bisschen, die Politik hat gesagt, integriert, integriert. Und dann bekamen letztes Jahr im Dezember, November, Dezember, gerade viele Afghanen ihren negativen Bescheid. Und da haben viele Ehrenamtliche sich ja so ein bisschen betrogen gefühlt und gesagt, es sagt uns Politik, wir sollen helfen und integrieren. Und jetzt kriegen sie alle ihren ablehnenden Bescheid. Und dadurch haben sich eher die Ehrenamtlichen zurückgezogen, als dadurch, dass sie enttäuscht worden sind von den Flüchtlingen. Okay, wir haben ja nun unterschiedliche Gruppen. Die größte Gruppe stellt vermutlich die Syrer hier bei uns im Kreis an Flüchtlingen, also anerkannten Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen, die unter die Genfer Konvention sowie unter das Asylgesetz fallen. Andere Flüchtlinge sind vielleicht doch eher in dem Bereich der Zuwanderer zu sehen, weil sie nicht direkt von Bürgerkrieg oder wie in Afghanistan von sehr unsicheren, je nach Provinz unsicheren Zuständen betroffen sind. Fallen die auch bei Ihnen in die Integrationsbemühungen? Bei uns fallen jeder. Wir haben auch Griechen und ähnliche Nationalitäten, die hier
vor griechischen Krise geflüchtet sind nach Deutschland. Natürlich sind das auch unsere Integrationsbemühungen. Auch es gibt in den Integrationskursen hier im Landkreis alle Nationalitäten. Also da gibt es keine irgendwie besondere, nur eine große Gruppe. In Korbach sind eigentlich die Afghanen die größte Gruppe von Flüchtlingen. Ingo Hoppmann vom Integrationsbeirat und Ehrenamt. Ich bin Ehrenamtskoordinator, so ist mein offizieller Titel. Ehrenamtskoordinator des Landkreises Waldeck-Frankenberg, dann haben wir es also ganz komplett. Hoppmann, vielen Dank. Ich bedanke mich.